Diese Sendung widmet Ihnen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unserer diesjährigen ATV Eichfeld Sommertour. Dieses Mal begrüße ich Sie aus der Marktgemeinde Pöls Oberkurzheim. Begleiten Sie uns auf einen Streifzug durch die Marktgemeinde und erfahren Sie dabei viel Neues und vor allem viel Wissenswertes. Beginnen möchten wir unseren Rundgang bei Trachtenmode Maria. Trachtenmode Maria steht für trendige und traditionelle Tracht, für den Herrn, für die Dame und auch schon für die Kleinsten. Trachtenmode Maria in Pöls Oberkurzheim ist Ihr richtiger Ansprechpartner in Sachen Trachtenmode. Das Fachgeschäft für Trachtenbekleidung in der Obersteiermark mit ausschließlich persönlicher Beratung bietet seinen Kundinnen und Kunden traditionelle Tracht für jeden Anlass. Tracht ist immer in, Tracht ist immer trendy, für jeden Anlass, sei es ein Gartenfest, sei es eine Hochzeit, sei es eine Firmung oder eine Erstkommunion. Tracht kann man immer tragen und man ist immer von oben bis unten perfekt angezogen. Das Dirndl als zeitloser Begleiter ist beliebter denn je und auch für die Herren gilt. Mit einem passenden Trachtenanzug ist man immer gut angezogen. Tracht ist Tradition, Tracht hat Tradition. Jeder echte Steirer sollte ein komplettes Outfit in seinem Kasten bzw. auf seiner Garderobe hängen haben. Bei uns finden Sie das Richtige dazu. Die breite Angebotspalette umfasst aber nicht nur Dirndl und Anzüge für Damen und Herren, sondern auch Kinderkollektionen. In unserem Geschäft finden Sie Damendirndl, Kindermode. Die Herren kommen auch nicht zu kurz. Da gibt es die Lederhosen mit einem schwäbischen Janker dazu. Wir haben Hüte, wir führen ganz viel an Accessoires mit Schmuck und Taschen. Das Ganze wird noch verfeinert mit der richtigen Auswahl an Schuhen bei uns im Geschäft. Traditionell, klassisch, elegant, modisch und sportlich. Die Auswahl bei Trachtenmode Maria ist umfangreich. Das Team rund um Rosemarie Bergmann freut sich schon auf Ihren Besuch. Ja, und hier stehen wir nun bei unserem offiziell ATV Eichfeld Sommertour Dienstfahrzeug, welches uns sicher und zuverlässig an weitere Drehplätze bringen wird. Dieser BMW, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von BMW Neubau, ist eines der neuesten Hybridmodelle von BMW. Und welche Vorteile so ein Hybridfahrzeug mit sich bringt, das erfahren Sie im nun folgenden Beitrag. Mit ATV Eichfeld und BMW Neuper geht's in diesem Jahr auf Sommertour. Auf der Suche nach Fahrfreude haben wir uns für einen Plug-in-Hybrid von BMW entschlossen. Mit iPerformance vereint BMW das Beste aus zwei Welten. Emissionsloses Fahren mit unglaublicher Beschleunigung und die Uneingeschränktheit von Benzinmotoren. Die Plug-in-Hybride fahren je nach Witterung und Fahrweise mit einer Akkuladung bis zu 48 km rein elektrisch. Damit können die im Durchschnitt gefahrenen Strecken unserer ATV Eichfeld Sommertour problemlos zurückgelegt werden. Und wenn es bei den Dreharbeiten mal länger dauern sollte, das Aufladen des Akkus funktioniert mit dem mitgelieferten Kabel an jeder haushaltsüblichen Steckdose. Das Serviceteam von BMW Neupa verfügt über 30 Jahre Erfahrung und ist technisch immer am neuesten Stand. Also das ist unser 225 XE Active Tourer Plug-in Hybrid mit 224 PS und ab einer monatlichen Leasingrate von 227 Euro bei uns im Autohaus Neupa erhältlich. Das Fahrzeug kann natürlich auch jederzeit Probe gefahren werden. Freude am Fahren. Autohaus Neupa. Auch heuer findet es wieder statt, das bereits traditionelle Milchfest in der Gall. Neben kulinarischen Köstlichkeiten gibt es dort auch heuer wieder eine Wahl der Milchkönigin. Details dazu gab man nun im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Das große steirische Milchfest, welches am Samstag, den 2. September 2017 stattfindet, wirft seine Schatten voraus. Im Rahmen eines Pressegespräches informierte man über die diesjährigen Programmpunkte
sowie über die Wahl der neuen steirischen Milchkönigin. Ja, wir sind sehr stolz darüber. Vor 10 Jahren wurde die Idee geboren, meinerseits Milchhoheiten in der Steiermark zu wählen. Wir haben jetzt 9 Milchhoheiten gehabt. Die haben also die Botschaft des weißen Goldes der Milch hinausgetragen, weit über die Grenzen unseres Bundeslandes. Und die haben natürlich eine Präsenz geübt mit unseren Produkten, mit ihrer Vielfalt, wo der Konsument eigentlich nur ein Aha-Erlebnis gehabt hat. Welche Voraussetzungen muss jetzt die neue Milchkönigin mitbringen? Wie üblich jung, hübsch, dynamisch, voll Energie und sie soll aus dem ländlichen Raum kommen, muss aber nicht, sie braucht nicht von einem Bauern sein, sie muss nur das Bewusstsein haben, für heimische Produkte zu werben. Milch, das weiße Gold der Alpen, sichert für tausende Familien Arbeitsplatz, Wertschöpfung und Wohlstand in der Steiermark. Ja, wir haben in der Steiermark rund 8000 Milchbauern, hier im Einzugsbereich der OAM 1500. Das ist natürlich für uns eine Wertschöpfung, bedeutet tausende Arbeitsplätze, Einkommen für die Familien und natürlich auch Wohlstand. Das große steirische Milchfest und Wahl der Milchkönigin am 1. und 2. September in der Gahl. Wenn man nun in der Marktgemeinde Pöls-Oberkurzheim unterwegs ist, dann sollte man auch unbedingt in der Bäckerei Brandl vorbeischauen. Denn dort gibt es nicht nur täglich frisches Brot und Gebäck, sondern auch ein Café, das zum Verweilen einlädt. Ein guter Start in den Tag beginnt bei Bäckerei und Café Brandl. Die Bäckerei ist bekannt für Regionalität, hohe Qualität und natürlich für die täglich frisch zubereiteten Produkte. Hochwertige Zutaten werden verarbeitet, um den Kunden täglich frische Vielfalt anbieten zu können. Die Bäckerei Brandl bietet ein umfassendes Sortiment, ob süß oder salzig, ob rustikales Brot oder resches Kleingebäck. Und auch Naschkatzen kommen bei der Auswahl an süßen Kuchen und Torten voll auf ihre Kosten. Das angrenzende Café lädt zum Verweilen ein. An heißen Sommertagen sehr beliebt sind auch die liebevoll zubereiteten Eisbecher. Ich gehe gern zum Brandl, weil der Kaffee sehr gut schmeckt und die Bedienung sehr freundlich ist. Ich komme da auch gern her wegen der Atmosphäre, guter Kaffee, freundliche Bedienung. Freundliche Bedienung und die große Auswahl machen die Bäckerei Brandl zu einem beliebten Treffpunkt in Pöls-Oberkurzheim. Bevor es nun mit unserem Streifzug durch Pöls-Oberkurzheim weitergeht, machen wir noch einen kulinarischen Ausflug ins Gasthaus Neurath. Dort überzeugt man nicht nur mit einer breiten Auswahl an Speisen, sondern auch mit freundlichen und stets gut gelaunten Wirtsleuten. Wer heimische Küche aus frischen, regionalen Zutaten genießen möchte, ist bei der Familie Neurath in Pöls-Oberkurzheim richtig. Das Restaurant legt besonderen Wert auf Qualität, die Gäste schmecken können. Regional und saisonal, so lautet das Motto der sorgfältig ausgewählten Speisekarte. Also wir haben immer am Heiligen Dreikönigstag, am 6. Jänner, haben wir schon seit fast 10 Jahren unseren traditionellen Steirer Brunch, gell, und da wird vorwiegend nur Hausmannskost gekocht. Das sei jetzt die Haxelsuppen oder das Beisel oder die Blutwurst. Und das kommt so gut an, weil einfach die Leute nachher sagen, für 2-3 Leute haben, ich kaufe mir keine Haxelsuppen, schmeckt ja nichts. Nicht? Und auch unter der Zeit, so wie einen richtig guten alten Schweinsbraten mit Knödel und Sauerkraut, sehr, sehr stark. Also kommt immer mehr, gell? Also die Leute, man merkt schon, sie kommen immer mehr zurück auf die alten Sachen. Oder eben die Siersägers, also die Buchteln,
Man macht auch nicht, für zwei, drei Leute daheim machst du das nicht. Gell? Und du musst auch oft mehrere machen und das kommt wirklich gut an. Wobei das andere, das Vegane, gell, das neue Zeug, sage ich, gell, wird auch immer mehr. Und das machen wir auch. Und wir sagen auch zu unseren Leuten, gell, red's mit uns, sag's, was wir haben, speziell für die Allergien oder Intoleranzen oder für die Vorzüge, gell, jetzt mit Vegan oder Vegetarier. Und das reden wir uns heute dann aus. Und der Wilfried zaubert es dann heute auf den Teller, wie man sagt. Gell. An schönen sonnigen Tagen können die Gäste auch draußen im Gastgarten Platz nehmen, um sich bei einem kühlen Getränk zu erfrischen und sich die Speisen schmecken zu lassen. Ja, wir haben eigentlich generell über das ganze Jahr verteilt immer so Spezialitätentage. Das heißt Steak, Fisch, Wild, je nachdem, welche Saison das halt gerade ist. Und im Sommer, da mal, so wie jetzt zum Beispiel, da mal grillen. Das haben wir einmal in der Woche über die Sommermonate. Und wir haben auch eine Monatskarte und da haben wir auch Produkte oben und Speisen oben, die halt für die Zeit typisch sind. Leichtere Sachen und so. Also es rührt sich immer was bei uns. Gell? Es ist immer ein bisschen Abwechslung da und das wird eigentlich recht gerne angenommen. Ja. Der Gasthof ist schon seit über 100 Jahren in Familienbesitz. Gekauft hat den Betrieb Gasthaus und Landwirtschaft mein Urgroßvater, das war 1898 und seitdem ist er in Familienbesitz. Das heißt, wir sind jetzt die vierte Generation in dem Betrieb und die fünfte Generation, unsere Kinder, steht schon in die Startlöcher. Werden wir schauen, ob es weitergeht, aber ich glaube schon, dass das für die Zukunft wieder das Gasthaus Neurath nachher noch vielleicht 100 Jahre noch gibt. Schauen wir. Und auch die Gäste fühlen sich im Gasthaus Neurath wohl. Die Wirtsleute sind nett, es gibt immer kurz zum Essen und auch gepflegtes Getränk. Und so sind wir halt öfter da. War immer lustig da und Gäsen haben wir auch schon immer gut da und so ist auch immer. Und immer passt es. Es gibt nichts Besseres, gell? Ich schätze die frische Küche. Das ist herrlich und sie haben sehr viel Eigenanbau. Die Familie Neurath und das gesamte Team freuen sich auf ihren Besuch. Ja, unsere Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag haben wir Ruhetag und Mittwoch bis Freitag kochen wir zu Mittag von 11 bis 2 oder von 5 bis 9 und Wochenende und die Feiertag, da wir durchgehend kochen. RIMEC steht für mehr Service, mehr Vertrauen und mehr Kompetenz. Das Team von RIMEC Live Murtal rund um Ernst Meyer ist Ihr Ansprechpartner, wenn es um den Verkauf und Kauf von Immobilien geht. Ihr Eigenheim ist Ihre größte Wertanlage. Jeden Tag verlieren Immobilienverkäufer Tausende von Euro, weil sie nicht wissen, wie viele Dinge bei einem Verkauf zu berücksichtigen sind. Sie wissen oft nicht, was sie nicht wissen. Offen gesagt, gewisse Dinge passieren einfach im Leben. Und wenn Sie umziehen müssen, wegen eines neuen Jobs, einer Scheidung, wegen finanzieller Probleme oder auch wegen der guten Neuigkeit einer wachsenden Familie und dem Wunsch nach mehr Platz. Die Situation ist belastend und anstrengend. Deshalb gibt es die Immobilienexperten von RE/MAX Live in Knittelfeld. Was Sie hier vorfinden, ist nicht einfach nur ein Immobilienmakler. Sie finden ein Netzwerk von Experten und Expertinnen, das für Sie viel Energie aufbringen wird, schnelle Ergebnisse forciert, geschicktes Verhandeln versteht und vor allem eines für Sie sicherstellt: Ihre innere Ruhe. Wenn Sie den besten Preis für Ihre Immobilie erzielen wollen, die Experten von RE/MAX Live in Knittelfeld wissen, wie das geht. Wir laden Sie zu einem kostenlosen Beratungsgespräch ein und informieren Sie. Wenn Sie sich nicht über Verhandlungen mit Interessenten oder über Gesetze und Verträge den Kopf zerbrechen wollen, die Immobilienmakler und Maklerinnen von RE/MAX Live in Knittelfeld sorgen dafür, dass Sie sich in Ruhe zurücklehnen können. Nutzen Sie das erfolgreichste Maklernetzwerk mit Ihren Experten bei RE/MAX Live in Knittelfeld. Es gibt keinen Grund, alleine diesen Weg zu gehen, wenn es um einen Ihrer größten Vermögenswerte geht. Entscheiden Sie sich für einen Immobilienmakler, der auf Ihrer Seite steht.
Die Immobilienexperten von RE/MAX Live in Knittelfeld, der Schlüssel zum perfekten Immobilienverkauf. Beste Ergebnisse, ohne Sorgen und Mühe. Vereinbaren Sie noch heute ein unverbindliches Beratungsgespräch mit Ihrem Immobilienmakler von RE/MAX Live in Knittelfeld. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. Der Beruf des Immobilienmaklers. Was macht ein Immobilienmakler überhaupt? Und was macht diesen Beruf erstrebenswert? Den Beruf als Office Managerin liebe ich, weil es für mich schön ist, Immobilien und Menschen zusammenzubringen. Zu den Aufgaben eines Immobilienbüros gehören die Büroreinigung, Zeitungsinserate erstellen, Marketing machen. Den Beruf des Maklers liebe ich, weil ich gerne mit Menschen arbeite und der Job viel Abwechslung bietet. Zu den Aufgaben eines Immobilienbüros gehören Newsletter schreiben, Büro organisieren, Eigentümer informieren. Den Beruf des Maklers liebe ich, weil es die Möglichkeit bietet, mit vielen verschiedenen Menschen zu kommunizieren. Zu den Aufgaben eines Immobilienbüros gehören Privatanbieter recherchieren, mit Software rumärgern, Bildbearbeitung. Ich liebe den Beruf des Maklers, weil ich gerne unter Menschen bin und es mir Freude bereitet, sie bei so wichtigen Entscheidungen wie dem Verkauf und dem Kauf ihrer Immobilie beraten und begleiten zu dürfen. Zu den Aufgaben eines Immobilienbüros gehören Marktbeobachtung, Mitarbeiter auswählen und führen, Buchhaltung und Rechnungswesen. Ich bin bei RE/MAX Live Immobilien Knittelfeld, weil es für mich eine Ehre ist, in einem so gut funktionierenden Netzwerk arbeiten zu dürfen. Zu den Aufgaben eines Immobilienbüros gehören die rechtliche Kontrolle, Verhandlungen führen und die Immobilienakquise. Ich bin bei RE/MAX, weil wir österreichweit in der Immobilienbranche die Nummer 1 sind. Zu den Aufgaben eines Immobilienmaklers gehören Besichtigungen, Angebote versenden, Wertermittlung. Ich bin bei RE/MAX, weil ich hier die bestmöglichen Voraussetzungen habe, den Beruf des Maklers auszuüben. Zu den Aufgaben eines Immobilienmaklers gehören Termine koordinieren, fotografieren, telefonieren. Bei RE/MAX Live Murtal bin ich, weil ich dort im fähigsten Team und mit den nettesten Kollegen oder besser gesagt unter Freunden arbeiten kann. Was meinen Sie? Haben wir Sie abgeschreckt oder fühlen Sie sich angesprochen? Wenn Sie diesen Beruf zu Ihrem persönlichen Traumberuf machen wollen und die Vielfalt dieser Tätigkeit leben, dann schicken Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung. Einer der größten Arbeitgeber der Region und prägend für Pöls ist die Zellstoff Pöls AG. Im kommenden Beitrag erfahren Sie mehr über die Entwicklung hier am Standort Pöls und wohin die Zukunft gehen wird. Die Zellstoff Pöls AG in Pöls ist der größte Hersteller von hochwertigem, elementar chlorfrei gebleichtem Langfaser-Sulfat-Zellstoff und der führende Hersteller von hochqualitativem gebleichtem Kraftpapier in Mittel- und Südosteuropa. Die Ursprünge der Zellstoff Pöls AG reichen bis in die Jahre um 1700 zurück. Seit dieser Zeit hat sich der Standort vielfach verändert, um den technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Anforderungen gerecht zu werden. Also wir haben in den letzten Jahren Unglaubliches erreicht an diesem Standort. Es wurde sehr viel investiert. Wir haben zum Beispiel 2013 eine der modernsten Kraftpapiermaschinen hier am Standort errichtet und in Betrieb genommen. Und auch dieses Jahr werden wir sehr viel investieren in die Zellstoffproduktion, sodass wir am Ende des Jahres 455.000 Tonnen produzieren können. Und was besonders ist, vor wenigen Tagen ist die Entscheidung gefallen, dass wir eine zweite Papiermaschine hier am Standort errichten werden. Ein riesiges Projekt, was einerseits natürlich die
den Standort sichern wird und andererseits in den nächsten 1,5 Jahren sehr viele zusätzliche Arbeitsplätze bedeutet, was uns mit besonderem Stolz erfüllt. Investitionen von mehr als 400 Millionen Euro in den letzten 10 Jahren haben die Zellstoff- und Papierfabrik in Pölz zu einer der modernsten Fabriken Europas mit der besten verfügbaren Technologie gemacht. Die Zellstoff Pölz AG ist auch einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region. Wir bieten Jobs mit sehr guten Entwicklungsmöglichkeiten. Es ist so, dass wir natürlich wollen, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Wir haben einen betrieblichen Gesundheitsmanagement eingeführt, wo wir einerseits natürlich auf die Evaluierung und Reduktion von physischen und psychischen Belastungen achten. Wir wollen auch, dass den Mitarbeitern es gut geht. Wir haben eine neue Kantine seit dem letzten Jahr, wo es ein sehr, sehr großes Angebot gibt, wo die Mitarbeiter die Jause und das Mittagessen wählen können. Und wir haben es auch geschafft, dass im Schichtbetrieb in der Nacht ein warmes Essen eingenommen werden kann. Auch ist es so, dass wir natürlich sehr viel auf Arbeitssicherheit achten. Wir haben eine neue Initiative gestartet, die auf die Ausbildung der einzelnen Mitarbeiter eingeht, sodass wir dort auf das Bewusstsein bezüglich Arbeitssicherheit eingehen. Wir wollen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowohl gesund, sicher in die Arbeit kommen und natürlich auch gesund und sicher wieder nach Hause gehen. Seit einigen Jahren kämpfen wir natürlich damit, qualifiziertes Fachpersonal zu bekommen. Wir steuern dadurch dagegen, dass wir Lehrlinge ausbilden, unser Personal selbst ausbilden. Wir haben am Standort zwischen 25 und 30 Lehrlinge immer in Ausbildung in den Berufen Metalltechnik, Elektrotechnik, Chemielaborant und Industriekaufleute. Uns ist es wichtig, dass die bei uns immer am besten Stand oder am neuesten Ausbildungsstand sind. Wir entwickeln unsere Lehrlingsstrategie jährlich weiter und versuchen dadurch entgegenzuwirken. Aufgrund der energetischen Optimierung der gesamten Fabrik wird der wertvolle Rohstoff Holz, der vorwiegend aus heimischen Wäldern kommt, bestmöglich genutzt. Er wird einerseits stofflich verwertet und andererseits für die Gewinnung von Energie genutzt. Dadurch kann die Fabrik mit kleinstmöglichen Emissionen und CO2-neutral betrieben werden. Im kommenden Beitrag besuchen wir nun den Malermeister Gerald Egartner. Auf welche Bereiche er sich spezialisiert hat und vor allem welches Firmenjubiläum in diesem Jahr gefeiert wird, das erfahren Sie im nun folgenden Beitrag. Ob Neubau, Sanierung oder Renovierung, Farbberatung, Maler- und Anstreicherarbeiten. Wann immer es um die Fassade sowie Innen- und Außenwände geht, dann gibt's nur einen Ansprechpartner, die Malerei Egartner. Handwerksqualität garantiert und das bereits seit rund 25 Jahren. Hey Egartner, Ihr Unternehmen feiert heuer ein ganz besonderes Jubiläum. Könnten Sie uns ein bisschen was über Ihren Betrieb erzählen? Gerne, und zwar unser Betrieb ist im 1992er Jahr gegründet worden in Neumarktdamm. Und wie gesagt, wir feiern heuer das 25. Jubiläum. Ich bin selber jetzt mittlerweile seit 2 Jahren der Geschäftsführer, also habe vom Vater übernommen. Wir sind ein Familienbetrieb. Und ja, also wie gesagt, das 25-jährige Jubiläum ist dann für uns natürlich, für mich persönlich auch, das macht mich sehr stolz, nicht, dass ich einen Betrieb übernehmen darf, was auch so super funktioniert hat und wie gesagt, auch die Kunden zufrieden sind nicht, und wir in Zukunft auch so weitermachen. Nicht. Und eben 2 Jahre später, also am 94er Jahr, ist dann in Pölz die Filiale dazugekommen. Und ja, also wir arbeiten mit beiden Gemeinden super zusammen, auch mit der Pölzer Gemeinde, die Neumarkter, auch sehr gute Kunden. Und ja, also wir freuen uns, dass wir mit den Leuten so super zusammenkommen. Nicht? Das ist sehr gut. Auf welche Bereiche habt ihr euch spezialisiert? Ja, also wir haben eine sehr große Bandbreite, was das betrifft. Und zwar, wir machen von Vollwärmeschutz weg bis Malerei im Außen- und Innenbereich, Lackierarbeiten, sprich Anstricharbeiten. Und was mir persönlich sehr am Herzen liegt und in den letzten Jahren erschwerend hinzugekommen ist, ist jetzt da die Denkmalpflege für historische Gebäude, Kirchen und ja, wie gesagt, denkmalgeschützte Objekte. Nicht? Haben Sie dafür eine eigene Ausbildung machen müssen? Ja, natürlich. Also ich war in Mauerbach beim Bundesdenkmalamt draußen in der Kartause. Und zwar gibt es da verschiedenste Schulungen, was man da machen muss, eben auf Architekturoberflächen,
wie gesagt, also Putze und so oder auch im Anstrichbereich, nicht alte Ödlandstriche und so. Und wie gesagt, ich hab mich immer schon fasziniert eigentlich für solche Sachen, nicht? Und ja, also mir macht es Spaß mit dem Arbeiten, mir macht es Spaß, dass man mit Sachen arbeiten kann, was sie vor hunderten Jahren auch schon gearbeitet haben und es funktioniert immer noch. Und eben daraufhin, das ist für mich also eine eigene Faszination, muss ich sagen. War es für Sie eigentlich immer klar, in die Fußstapfen Ihres Vaters zu treten? Ja, ich bin eigentlich schon als junger Mann mitgefahren mit dem Papa auf dem Beifahrersitz. Nicht? Und ja, ich weiß nicht, die Malerei war für mich persönlich, ja, es hat mir immer Spaß gemacht. Nicht? Und eben, also ich möchte eigentlich auch nichts anderes machen, wenn man von dem Aspekt jetzt gesehen, ja. Also schon, ja. Sie haben es eingangs erwähnt, die gute Zusammenarbeit auch mit der Marktgemeinde. Wenn man durch Böls fährt, sieht man ja einige Baustellen von Ihnen. Genau so ist es. Wir haben jetzt vor kurzem, also im Herbst voriges Jahr, nicht, im Frühjahr des heurigen Jahres war es so. Und zwar, da haben wir das Gemeindeamt gemacht, nicht, und im Herbst vorigen Jahres im Pfarrkindergarten der Gemeinde, nicht, da haben wir einen Vollwärmeschutz aufgebracht und auch verschiedenste Privatkunden natürlich in Böls, die wo wir schon arbeiten haben dürfen. Nicht, und ja, sind uns ein paar schöne Objekte gelungen, sagen wir so, ja. Ein 25-jähriges Jubiläum, ein tolles Jubiläum. Was wünschen Sie sich eigentlich für die Zukunft? Es könnte so bleiben, auf die nächsten 25 Jahre mal mindestens. Nicht? Nein, aber ich sage, also wir schauen, dass wir arbeiten können, so dass wir die Kunden zufrieden sind, dass wir natürlich auch zufrieden sind, keine Frage. Und eben, also wenn ich das so weitermachen kann, wie mein Vater das die letzten 23 Jahre gemacht hat, dann ja, bin ich sehr stolz, wenn das dann so funktioniert. Ja. Malermeister Egartner. Malerbetrieb mit langjähriger Erfahrung und kreativen Ideen. Die Marktgemeinde Pöls-Oberkurzheim zählt rund 3000 Bürgerinnen und Bürger und versteht sich als Lebensqualitätsgemeinde. Im kommenden Gespräch mit Bürgermeister Gernot Esser wollten wir wissen, was das Besondere an seiner Gemeinde ist und vor allem welche Zukunftsvisionen er für seine Bürgerinnen und Bürger hat. Herr Bürgermeister, die Marktgemeinde Pöls-Oberkurzheim versteht sich ja als Lebensqualitätsgemeinde. Was macht das Leben in Ihrer Gemeinde so lebenswert? Wir sind eigentlich am Ort des Beweises, wenn ich das so ansprechen darf. Heute natürlich bei prächtigem Sonnenschein hier am Biobadeteich in Pöls-Oberkurzheim. Lebensqualität ist für uns vor allem an der Schnittstelle von Industrie und intakter Natur spürbar. Wir sehen jetzt gerade momentan nicht unsere Industrieskeilen, die Heinzelbalb Zellstoff Pöls AG, die für über 400 Arbeitsplätze hier im Ort und in der Region Sorge trägt und Verantwortung trägt, sondern wir haben hier natürlich auch unser Naherholungsgebiet mit dem Biobadeteich, die Arbeit vor der Haustür und dann 100 Möglichkeiten, sich in der Freizeit in der Natur zu betätigen, sich zu erholen, auch gleich um die Ecke. Das macht für mich Pöls-Oberkurzheim aus. Ich glaube, ein einzigartiges Ambiente, auf das wir hier in Pöls-Oberkurzheim sehr, sehr stolz sind. Wie hat sich die Gegend hier in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Jahren entwickelt? Wir haben Sie angesprochen, Pöls-Oberkurzheim, eine Fusionierung hat stattgefunden. Wie ist die vonstatten gegangen und vor allem, wie sind die Entwicklungen seitdem gewesen? Ja, vielleicht ist es irgendwie auch diese Harmonie, diese Kraft der Natur, die uns auch in diesem harmonischen Fusionsprozess unterstützt hat. Das hat bereits im Jahr 2014 dann intensiv begonnen in der Vorbereitung. Darf da allen Beteiligten ein großes Dankeschön aussprechen, auch allen politischen Verantwortungsträgern beider Gemeinden, die hier beteiligt waren, allen Vereinen, die sich hier im Fusionsprozess eingebracht haben. Er ging harmonisch über die Bühne. Wir hatten ein gemeinsames Ziel vor Augen, Pöls und Oberkurzheim in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Wir sind auf einem guten Weg. Dieses Projekt ist erfolgreich über die Bühne gegangen und wir sind, glaube ich, auch für die Entwicklung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dadurch sehr, sehr gut aufgestellt. Die Marktgemeinde ist aber auch eine Menschenrechtsgemeinde und Europagemeinde. Was verbirgt sich jetzt hinter diesen beiden Begriffen und welche Aktivitäten werden im Rahmen dieser Aktivitäten gesetzt? Uns ist es sehr, sehr wichtig, sich nicht nur mit Titeln zu schmücken, die dann nicht mit Leben erfüllt werden, sondern wir wollen, wenn wir solche Titel tragen, das auch wirklich mustergültig in die Realität umsetzen. Und wir bemühen uns hier in beiden Bereichen. In der Europa
Rechtsgemeinde lebt vor allem auch die internationale Partnerschaft mit unserer Gemeinde, Partnergemeinde in Kroatien, mit Medulin, wo wir einen sehr intensiven Austausch pflegen auf Jugendebene, aber auch auf Seniorenebene. Gerade vor wenigen Wochen war eine 25-köpfige Reisegruppe für eine Woche eingeladen, an der istrischen Riviera sich zu erholen, das zu besten Konditionen. Wir schauen da natürlich, dass wir auch den sozialen Aspekt gut einbringen. Jetzt im August werden wieder 25 Kids aus Bölsober-Kurzheim nach Medulin reisen, eine Woche gratis Urlaub auf Einladung unserer Partnergemeinde genießen und dort, auch das ist Tradition, viele Freundschaften und Kontakte knüpfen, die dann über Jahre, manchmal sogar ein ganzes Leben lang bestehen bleiben. Dadurch pflegen wir den europäischen Gedanken, den grenzüberschreitenden, fördern damit auch eine offene Denkweise und die ist uns sehr, sehr wichtig. Im Gegenzug, nicht, dass man den Eindruck hat, wir nützen da unsere kroatischen Partner aus, kommen natürlich die Freunde auch nach Bölsober-Kurzheim. Die Jugend immer im Winter in den Semesterferien und lernt hier bei uns in der wunderbaren Obersteiermark die hohe Kunst des Skifahrens. Gut, erholen kann man sich aber auch hier. Wir haben uns heute ja super tolles Platzerl ausgesucht für unser Interview. Welche Aktivitäten sind eigentlich jetzt in den kommenden Wochen, in den kommenden Sommermonaten geplant? Das ist wirklich unser Hotspot hier am Bio-Badeteich. Wir betreiben als Gemeinde auch den Kiosk gleich um die Ecke, wo man sich perfekt erfrischen kann mit dem gesamten Getränkeangebot alkoholischer und nicht alkoholischer Natur. Und der Kiosk ist dann auch Eventstätte, wenn hier Music at the Beach im 14-tägigen Rhythmus gepflegt wird. Das ist eine Live-Musikveranstaltungsreihe, die vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurde. Ich darf hier dem Gemeinderat Uwe Rottensteiner Danke sagen, der als Kurator für das Projekt tätig ist und das Ganze immer organisiert. Und die Roaring Sixties, eine, glaube ich, in der Region und weit darüber hinaus sehr bekannte Formation, die wir sehr lieben, sorgen hier für den musikalischen Sommerauftakt am 8. Juli um 19 Uhr hier beim Bio-Badeteich-Kiosk mit natürlich Open End. Wir haben im Sommer natürlich auch einiges an Sportprogrammen anzubieten. Wir haben am 22. Juli unser großes Beachvolleyball-Turnier, auch hier am Bio-Badeteich oder im nahen Umfeld. Wir haben am 19. August unser großes Go-Kart-Rennen, den großen Preis von Bölsober-Kurzheim, schon fast so groß wie der Formel 1 Grand Prix und vieles, vieles mehr. Und auf diese Events sind wir stolz, wie auch auf unseren Kindersommer, der nächste Woche offiziell startet am Montag. Der Kinder- und Jugendsommer feiert ja heuer ein besonderes Jubiläum. Der feiert heuer, man kann es kaum glauben, ein Vierteljahrhundert, 25 Jahre gibt es diese Erfolgsgeschichte, wo ich nochmal allen Danke sagen möchte, die von Anfang an hier dabei waren, allen meinen Vorgängern, allen politischen Funktionären und Referenten. Großes Danke auch meinem Vizebürgermeister und Jugendreferenten Hagen Roth, der hier die organisatorische Verantwortung schon seit vielen Jahren trägt. Und wir haben heuer wieder ein Jubiläumsprogramm auf die Beine gestellt, das wirklich alle Stücke spielt. Wir konnten uns auch diese Woche hat die Anmeldung offiziell gestartet, der Anmeldungen kaum erwehren. Man hat uns wieder einmal die Türen eingerannt am Amtshaus und so freuen wir uns auf großartige Teilnahmen und ein Programm mit insgesamt 28 Events über den schönen Sommer in Bölsober-Kurzheim für unsere Kinder und die Jugend. 25 Jahre, da waren ja Sie selbst auch noch mit dabei, aktiv. Sie sind aber ein sehr moderner Bürgermeister, wenn man das so verraten darf und sagen darf. Kommt darauf an, wie man modern definiert. Wenn modern heißt, aufgeschlossen zu sein gegenüber allem Neuen, dann trifft das für mich durchaus zu. Finde ich auch, dass das in der Politik unglaublich wichtig ist. Wir leben in einer sich sehr, sehr schnell verändernden und bewegenden Gesellschaft. Und wenn man hier, man muss nicht in allen Dingen mit der Zeit gehen, aber es gibt so einen Spruch, den ich immer mit mir trage, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ich versuche hier natürlich in allen Bereichen up to date zu bleiben. Das ist einfach mein Job und den versuche ich natürlich so gut wie möglich zu machen. Aber er macht vor allem Spaß und insofern ist die Leidenschaft und das Herz einmal der wichtigste Motor. Welche Zukunftsvisionen haben Sie für Bölsober-Kurzheim? Viele. Wir haben viele, ich spreche auch ganz bewusst im Plural, weil die Gemeindeentwicklung nicht eine One-Man-Show ist, sondern das geht nur mit einem Team, mit vielen Kräften, die da mitarbeiten und da sind wir in der Gemeinde Gott sei Dank gut aufgestellt, auch im Gemeinderat, der über die Fraktionen hinweg diese tolle Gemeindeentwicklung, die wir vorhaben, mitträgt. Bei uns geht es in viele Richtungen weiter. Wir möchten uns genau an dieser Schnittstelle weiterentwickeln, Industrie und Lebensqualität, haben das große Glück, dass die Mateschitz in Sauerbrunn den Entschluss gefasst hat, groß zu investieren und
die Brauerei, die steht bereits fast im Rohbau, könnte man sagen. Die Baufortschritte sind immens und nächstes Jahr um diese Zeit werden wir schon ein in Sauerbrunn gebrautes Bier vielleicht durch einen Biobodeteich verkosten können. Ja, das würde uns sehr freuen. Herr Bürgermeister, zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Wie werden Sie die Sommermonate verbringen und fahren Sie auch auf Urlaub? Ich werde auch auf Urlaub fahren, dann im August, mich für eine gute Woche mal ausklinken. Genieße allerdings, muss ich auch ganz ehrlich sagen, den Sommer in vollen Zügen, auch in der Heimatgemeinde und in unserer Region. Gehe mit meiner Familie sehr, sehr gerne wandern. Wir haben hier einfach wirklich alles vor der Haustür und das macht die Lebensqualität für mich nicht nur in Balsober-Kurzheim, sondern im gesamten Murtal aus. Ein wunderschönes Platzerl, ein wunderschönes Fleckerl und wenn ich nach dem Laufen in der Früh Zeit habe, dann springe ich auch da kurz rein, vor dem Büro gehe noch und erfrische mich im Biobadeteich. Herr Bürgermeister, dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview. Wir wünschen Ihnen alles Gute, Ihrer Gemeinde und Ihnen und im nächsten Jahr treffen wir uns auf ein Bier. Dankeschön auf jeden Fall und ich wünsche Ihnen und dem gesamten ATV-Team einen wunderschönen Sommer. Danke sehr. Danke. Machen Sie mit und gewinnen Sie! Der Golfclub Murtal lädt Sie zu einem Essen ins Golfclub Restaurant Murtal ein. Rufen Sie an unter 035 12 86 550 und mit etwas Glück heißt Sie das Golfclub Restaurant herzlich willkommen. Achtsamkeit. Unter diesem Motto steht der diesjährige Judenburger Sommer. Am Freitag, den 14. Juli, gastiert Wolfgang Mutspiel mit Rising Grace in Judenburg. Rising Grace offenbart sich als ein Meisterwerk des zeitgenössischen Jazz eleganter Note. Ava Lee ist am Samstag, den 15. Juli, zu Gast. R&B, Soul und African Music. Das Ausnahmetalent aus Frankreich mit senegalesischen Wurzeln verzaubert mit ihrem neuen Album. Insai, die Kraft der Intuition, eine Filmdokumentation über den achtsamen Umgang mit uns selbst und allem, was uns umgibt. Am Mittwoch, den 19. Juli, gibt es einen Vortrag von Anne Schienle, Gefühl und Mitgefühl aus Sicht der Hirnforschung. Beginn ist um 19 Uhr. Am Freitag, den 21. Juli, stehen zwei Albumpräsentationen am Programm. Avec mit What If We Never Forget und Thomas David mit seinem Album To Love versprechen einen musikalischen Abend. Den Abschluss des diesjährigen Judenburger Sommers bildet Rebecca Barken mit Most Personal. Rebecca Barken zählt ohne Zweifel zu den markantesten weiblichen Stimmen Europas und wird auch das Judenburger Publikum verzaubern. Unser nächster Stopp führt uns gleich weiter zu Sport 2000 von Jürgen Knaus. Dort gibt es nicht nur eine breite Palette an Sportartikeln, bei Jürgen Knaus werden Sie auch bestens beraten. Auch wir haben ihn besucht und haben uns alles rund um das Thema E-Bike und Bikefitting erklären lassen. Und falls Sie jetzt nicht wissen, was ein Bikefitting ist, dann passen Sie ganz gut auf, denn im kommenden Beitrag wird das eingehend erläutert. Sport Knaus in Pölz ist Ihr Ansprechpartner in den Bereichen Sport und Freizeit mit einem Angebot an internationalen Marken und qualitativem Service. Das engagierte Team berät bei jedem Einkauf gerne und hilft durch fachliches Know-how, die perfekte Ausrüstung zu finden. Ja, wir bieten eigentlich die komplette Palette, was es im Sportartikelhandel so gibt, an. Wir haben uns natürlich spezialisiert in den letzten 3, 4, 5 Jahren auf Radsport, also Bikefitting, genaue Einstellung, genaue Fachberatung, das ist eigentlich unser Hauptthema mittlerweile.
Man sieht in Ihrem Geschäft eine große Auswahl an Fahrrädern. Unter anderem gibt es auch viele E-Bikes. Ist das der Trend der kommenden Jahre? Aus jetziger Sicht ist es ganz sicher der Trend der nächsten Jahre, weil man ganz einfach sieht, dass immer jüngere Leute E-Bikes fahren. Die Palette an E-Bikes wird immer größer. Die Möglichkeiten, die Produkte werden immer besser. Die Akkus werden immer stärker, besser integriert, optisch schöner. Und also ich kann das nur jedem empfehlen, der es noch nicht probiert hat, vorbeizukommen. Bei uns kann man auch Fahrräder testen, probieren. Was sind die Vorzüge von einem E-Bike? Die Vorzüge von einem E-Bike sind, dass man unterschiedlichste Leistungszustände, also wenn jetzt zum Beispiel ein Nicht-Trainierter mit einem Trainierten fährt, das funktioniert. Beim E-Bike funktioniert es, beim normalen Radl würde das nicht funktionieren, weil einfach der Trainierte dann immer den Vorteil hat und der andere kann wahrscheinlich fast nicht mehr rein. Da kann man ja klasse Tour gemeinsam fahren und man hat, wenn man am Berg auffährt, auch oben noch die Luft, dass man sich klasse unterhaltet, dass man das Panorama genießen kann. Und das ist eigentlich der eigentliche Vorteil vom E-Bike. Sie haben es auch angesprochen, Bike-Fitting. Sie bieten Fitting-Systeme an. Wie läuft das konkret ab? Also die erste Möglichkeit ist, man macht die Körpervermessung, das eigentlich das Sinnvollste ist, bevor dass man ein Rad kauft, damit ich dann eben genau weiß, welche Rahmengröße bzw. welchen Vorbau, welchen Sattel, welche Position ist eigentlich für mich die ideale. Und das kann ich im Vorfeld dann abklären und somit Fehlkäufe, die dann immer teuer sind, im Nachhinein vermeiden. Und das Zweite ist dann eben, man kommt mit seinem Rad, der Körper wird vermessen, das Rad wird vermessen, dann wird ein kurzes Gespräch geführt, damit ich weiß, was macht der Kunde, was will der Kunde, was für einen Leistungszustand hat der Kunde und auf das einigt man sich dann auf eine Position und die wird dann eingestellt. Das kommt dann, also ich habe dann als Zweites noch die Rolle, wo man dann eben wirklich in der Bewegung das auch filmen kann und dann kann man das halt natürlich ganz genau auf das einstellen. Also am besten noch heute einen Termin vereinbaren und vorbeikommen. Im Rahmen unserer Sommertour haben wir auch bei Evelyn Kump vorbeigeschaut. Evelyn Kump betreibt den örtlichen Sparmarkt der Marktgemeinde. Als regionaler Nahversorger ist sie stets für ihre Kunden da. Regionale Frische, bequemes Einkaufen und modernste Technik. Der Sparmarkt in der Marktgemeinde Pölz-Oberkurzheim bietet ein zeitgemäßes und bequemes Einkaufserlebnis. Der Nahversorger punktet mit dem großzügig gestalteten Feinkostbereich sowie einem breiten Angebot regionaler Produkte in gewohnter Sparqualität. Regionalität ist auch für Evelyn Kump ein wesentlicher Faktor und so wurden bereits deshalb viele regionale Besonderheiten ins Sortiment aufgenommen. Regionalität ist für mich eigentlich alles, was aus der Nähe kommt. Das Beste von daheim, jeder erzeugt das, was er am besten kann. Die Frau Gruber, ihr Joghurt, Rotwangel, das Kernöl. Also das ist für mich alles, was einfach in der Nähe ist. So 20, 30 Kilometer ist für mich Regionalität. Qualität, Geschmack und Frische sowie die Unterstützung der heimischen Bauern und der Landwirtschaft sind die Hauptgründe für den Kauf von steirischen Markenprodukten. Seit 7 Jahren gibt es uns da in Pölz. Für uns im familiär geführten Betrieb ist es sehr wichtig, dass wir frisches Obst haben, frisches Gemüse, dass wir Top-Qualität beim Fleisch haben, genauso bei der Wurst und dass unsere Produkte so viel wie möglich aus der Region kommen. Freundliche Bedienung und die tatkräftige Unterstützung der gesamten Familie Kump machen den Sparsupermarkt zu einem echten regionalen Nahversorger. Bevor unser Streifzug durch Pölz-Oberkurzheim nun zu Ende geht, machen wir noch einen Abstecher in die Hofschenke Heigl. Denn dort kann man kulinarische Hochgenüsse mit allen Sinnen erleben. Treten Sie ein, nehmen Sie Platz und erleben Sie Heigls kulinarische Hochgenüsse mit allen Sinnen. Seit 12 Jahren werden Gäste in der Hofschenke von Familie Schneidl begrüßt. Heigls Hofschenke verspricht ja kulinarische Hochgenüsse mit allen Sinnen. Auf was darf man sich eigentlich freuen, wenn man bei Ihnen zu Gast ist?
Ja, bei mir können Sie sich freuen, die traditionellen Jausenklassiker haben eigentlich das ganze Jahr Saison, aber ich arbeite auch gern saisonell, also sprich mit den Schätzen der Natur, und somit können Sie unsere orientierenden speziellen Köstlichkeiten auf dem Teller wiederfinden, die wirklich ein Fest für Auge und Gaumen sind. Und was sind jetzt solche typischen klassischen Jausenklassiker? Ja, die typischen Jausenklassiker finden Sie natürlich bei der Brettljause. Mein hausgemachter Steirerkäse ist sehr beliebt, aber wir haben auch die hausgemachte Presswurst, die immer wieder gerne genommen wird, und sämtliche Fleischsorten, Aufstriche. Wir haben auch diesen Enstaler Steirerkäse, was wir anbieten, und der Käferbohnensalat darf ja natürlich bei uns auch nicht fehlen. Wir haben gehört, viel Fleischiges auf der Karte. Ist eigentlich auch ein Vegetarier bei Ihnen gut aufgehoben? Ja, weil es ist jetzt eigentlich auch schon ein Trend, wo ich auch Vegetarier bei mir zu Besuch habe. Und somit jetzt im Sommer tue ich mir natürlich leicht. Es ist jetzt auf der Karte die Flotte Gärtnerin. Das ist ein bunt gemischter Gartensalat mit unserem hausgemachten Dinkelröstbrot, die was wir dann noch verfeinern mit einem Rahmbrie und hausgemachten Nektarinen-Chutney. Sie haben es angesprochen, der Sommer ist da. Was würden Sie eigentlich für laue Sommerabende empfehlen? Oh, unsere ganzen diversen Spritzer, die immer wieder beliebter werden jetzt, ob es jetzt ein Muscatella-Spritzer ist, der beliebte Schillerol oder Aperol, unser Hugo. Aber ich bin auch für Antialkoholiker natürlich bereit, und so mache ich auch immer wieder unsere Wiesentudler oder unsere Kräuterlimonaden. Die Hofschenke hier gibt es schon seit 12 Jahren. Was glauben Sie, warum ist diese bei den Gästen so beliebt? Ja, vor 12 Jahren habe ich die Hofschenke mit meinem Mann Hermann mit sehr viel Liebe zu dem Detail aufgebaut. Die Gäste, die uns besuchen, schätzen natürlich wirklich die diversen Kleinigkeiten, und sie spüren, mit wie viel Liebe und Freude ich bei meiner Arbeit dabei bin. Und wann haben Sie jetzt geöffnet? Unsere Öffnungszeiten sind von Donnerstag bis Sonntag ab 14 Uhr. Und das machen wir dann eigentlich bis müde. Aber natürlich für Personen ab 20 oder einer Personenanzahl von 20 mache ich auch an jeden anderen Werktag auf. Hofschenke Heigl, einfach ein Platzerl zum Wohlfühlen. Ja, meine lieben Gäste, ich möchte aber auch jetzt die Gelegenheit nützen und mich an dieser Stelle bei euch recht herzlich bedanken. Ihr besucht mich immer wieder, meine Stammkunden und aber auch die neu einkehrenden Gäste, glaube, finden schon viel Freude bei mir, und somit sage ich herzlichen Dank, und ich hoffe, dass ich mir die Gesundheit erlaubt, dass ich euch noch lange mit viel Herzlichkeit und Freude bedienen kann. Herzlichen Dank. Die FPÖ Murtal ist mit ihren Büroräumlichkeiten übersiedelt. Warum dieser Schritt erforderlich war und wo Sie die Partei zukünftig finden werden, das erfahren Sie im nun folgenden Beitrag. Dies ist eine Bilanzsendung der FPÖ. Für den Inhalt ist ausschließlich die wahlwerbende Partei verantwortlich. Die FPÖ Murtal braucht mehr Platz und hat deshalb ihr Büro von der Knittelfelder Bahnstraße in die Parkstraße übersiedelt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher waren zur großen Eröffnungsfeier gekommen, um einen Blick in die neuen Räumlichkeiten werfen zu können. Auch zahlreiche Ehrengäste, darunter Landesparteiobmann Mario Kunasek, haben zur Eröffnungsfeier vorbeigeschaut. Auch Knittelfelds Bürgermeister Gerald Schmidt kam mit einem Geschenk. Der Umzug war erforderlich, denn die Aktivitäten der Ortsgruppe haben sich in den letzten Monaten deutlich erhöht. In unserem alten Büro konnten wir uns es nicht mehr leisten, zahlreiche Menschen einzuladen, weil es einfach zu klein geworden ist. Wir haben so viele Funktionäre dazu gewonnen, so viele Bürger, die in unserer Bewegung mittun wollen, dass es einfach zu klein geworden ist. Und dann haben wir uns gesagt, wir suchen einen neuen Standort, und dann haben wir da jetzt in der Parkstraße gefunden. Ich muss auch dazu sagen, dank dem Hausherrn, dem Hans Ofner, der Inhaber der Elektroinstallationsfirma Elektroofner ist, der ein sehr entgegenkommender Mensch ist, sehr verlässlich, und ein herzliches Danke an dieser Stelle an ihn. Wir wollen hier das Gleiche machen, wie wir immer gemacht haben. Ein offenes Büro für alle Bürger, die Anliegen haben, die sind herzlich eingeladen, bei uns vorbeizuschauen. Wir haben Plätze, wo wir gemeinsam was machen können. Wir haben Plätze, wo wir ein bisschen vertraulich reden können.
Das ist das Entscheidende dafür. Die FPÖ steht dafür, eine Organisation zu sein, die für die Bürger und für die Leute da ist. Die FPÖ Murtal sieht sich als Bürgerpartei. Das Büro als zentraler Treffpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger gefällt auch Mario Kunasek. Ich freue mich sehr für die Freunde da im Murtal. Es ist eine sehr erfolgreiche Bezirksgruppe mit den Abgeordneten Wolfgang Zanger, mit der Abgeordneten Liane Malzi. Ja, und es wird ein Ort der Begegnung sein. Das heißt, wir wollen haben, dass Menschen zu uns kommen, auch mit ihren Anliegen zu uns kommen. Wir versuchen sie zu lösen. Das heißt, ein Bürgerbüro im besten Sinne. Im Oktober wird ein neuer Nationalrat gewählt und die FPÖ setzt in diesem Zusammenhang verstärkt auf die Jugend. Also für mich ist es wichtig, eben, dass wir uns für die Jugend einsetzen, weil gerade bei uns im Murtal ist sehr viel Potenzial. Also wir schauen auf die Jugend, wir machen viel. Ich möchte mich selber auch einbringen bei dem Ganzen. Die Zukunftsvision als Kandidat für die Freiheitlinge ist einerseits, dass man vor allem in einer Zeit, die wir heute jetzt da begleiten, wo Krisen an der Tagesordnung liegen, ist es natürlich umso wichtiger, dass man für Werte einsteht. Diese Werte auch nicht nur am Biertisch vertritt, sondern auch wirklich in Gremien vertritt, die eigentlich eine Wirkung erzielen können. Und das war eigentlich ein Grund, warum ich jetzt auch gesagt habe, mich interessiert das, oder der Job des Abgeordneten, mich interessiert es, hier weiter mich zu entwickeln und mich für die Liste bereitzustellen, um hier auch natürlich weiter zu wirken. Mit musikalischer Umrahmung von den Eichfeldern und einer guten Jause feierte man noch bis in die späten Abendstunden. Dies ist eine Belangsendung der FPÖ. Für den Inhalt ist ausschließlich die wahlwerbende Partei verantwortlich. Einen entspannten Nachmittag bei Kaffee und Kuchen gab es kürzlich im Murauer Handwerksmuseum. Der Grund für dieses Treffen war eine Buchpräsentation, die Fürstenköchin. Unter dem Titel Adelige Torten wurde im Zuge der Ausstellung 400 Jahre Schwarzenberg zu einem Genussnachmittag ins Handwerksmuseum geladen. Gemütlich konnte man im Innenhof oder im Saal Platz nehmen, Jamaika-Kaffee aus Zeltweg und Torten nach Originalrezept genießen und dabei der Entstehungsgeschichte des Buches Die Fürstenköchin lauschen, das im Hager Verlag erschienen ist und von Autor und Ausstellungsintendanten Ernst Wachernick verfasst wurde. Dass diese Dame ein Fürstenköchin war, noch lebt, fit ist, bis sie mir dann die erste Antwort gegeben hat und die war, eigentlich habe ich keine Zeit. Ein ganz besonderer Autor ist Wolfgang Wieland. Er hat auch den entscheidenden Anstoß gegeben dafür, dass wir mit Ernst Wachernick gemeinsam die Irmgard Leitold als Autorin entdeckt haben. Sie hat eine ganz besondere Lebensgeschichte, wie wir heute bei dieser Veranstaltung erfahren haben. Sie war im Dienste mehrerer Adelsgeschlechter und die Erfahrung, die sie dort gesammelt hat und diese Rezepte, mit denen sie die Fürstenfamilien bekocht hat, die haben wir jetzt in die Buchform gefasst. Das Buch erzählt vom Leben der aus Frauenburg stammenden Irmgard Leitold, vormals Birka, die in ihren jungen Jahren nach Wien ins Adelshaus Liechtenstein geholt wurde, um dort als Köchin angelernt zu werden. Nach 3 Jahren im Hause Liechtenstein und insgesamt 14 Jahren in Wien kehrte sie aus Heimweh zurück nach Murau und trat ihren Dienst bei der Fürstenfamilie Schwarzenberg an. Irmgard Leitold plaudert über Lieblingsrezepte der hohen Herrschaften, von den Lieblingshunden, ihre Besuche in der Staatsoper, von der Jagd, ihrer großen Liebe und ihrer Familie. Da gibt es zum Beispiel 2 liebe Tiere. Einer hieß Wuwu. Genau. Unter anderem Mr. B. Ein entzückender Hund. Und das war auch der Liebling von der, damals von der Erbprinzessin. Beziehungsweise der Wubu, ein schwarzer Dackel. Das war der Lieblingshund vom Erbprinzen. Was sagen Sie zu diesem Buch, das Sie ja heute zum ersten Mal in den Händen halten? Ja, ich finde, es ist ganz nett gestaltet. Und ja, die Rezepte sind natürlich nur eine kleine Auswahl aus dem Kochbuch, das ich von meiner Lehrmeisterin habe.
Wir haben einfach ein bisschen was zusammengesucht, was eventuell, vor allem um einen Einblick zu geben in die Bürgerküche um die Jahrhundertwende in Wien. Was sagen Sie dazu, zu diesen Unterschieden, wie man damals gekocht hat und wie man heute kocht? Ja, man könnte das halt gar nicht, weil die Frauen alle berufstätig sind. Und außerdem ist es auch ein bisschen anders. Man hat ja ganz andere Geräte zum Kochen. Früher, ich habe eigentlich noch mit der Schneerute den Schnee geschlagen beim Liechtenstein. Heute gebe ich alles, die Eier und Zucker, in die Maschine und die rührt für mich das Ganze schaumig. Also es ist kein Vergleich. Ihre wahre Berufung, wie sie sagt, hat sie in ihrer langjährigen Arbeit als spätere Volksschullehrerin in St. Georgen ob Junburg gefunden. Aber ihre Zeit als Fürstenköchin möchte sie keinesfalls missen. Na, ich habe die Lehrmeisterin gehabt, die Leni, die mir auch dann später, ich habe sie auch erwähnt, dass ich immer zu ihr gehen konnte, wenn ich Rat und Tat, also Rat brauchte. Tat ja nicht, sie war nur sonntags zum Mittagessen eingeladen. Aber wie gesagt, sie ist mir, hat mir halt sehr viele Tipps gegeben, sodass ich das geschafft habe. Ich habe vorher nie gekocht. Zu Hause hat sie eben, wie gesagt, die Hausmannskost, die bäuerliche gegeben mit Knödel und Nockerl und ja, Schmoren auch, aber keinen Kaiserschmoren, sondern einen gewöhnlichen Schmoren. Und ja. Ja, und dann sind Sie, Jahre später, sind Sie dann zu den Schwarzenbergs. Was war da bei den Schwarzenbergs so viel anders? Ja, es war ein kleinerer Haushalt. Beim Liechtenstein waren 4 Kinder, 2 Erzieherinnen, 2 Stubenmädchen. Die Herrschaft also war von Haus aus schon täglich für mehr Personen zu kochen. Und beim Schwarzenberg war ja nur die Herrschaft, beziehungsweise die Kinderschwester dann, denn der Johannes ist ja dann schon auf der Welt gewesen. Und ja, und das Kind hat eigentlich die Kinderschwester versorgt, da habe ich nichts kochen brauchen. Wer wird denn jetzt eine der ersten Exemplare, die Sie jetzt hier überreicht bekommen haben, wen werden Sie diese Bücher jetzt aushändigen? Geschwistern, die noch leben. Sind jetzt schon 3 verstorben. Aber zu 6 leben wir noch und die Schwestern, die sind ja auch da drinnen zum Teil abgebildet. Und mein Bruder in Fonsdorf und einer ist in Frauenburg, die werden die Bücher kriegen. Und wer waren da die helfenden Händchen, die das ermöglicht haben, dass heute hier so viele Torten verköstigt werden haben können? Insgesamt waren es 9 Damen, auch von der Stutzheim oben. Also die haben sich sehr bemüht. Natürlich können es nur als Amateure die Rezepte umsetzen, aber so wie die Besucherinnen und Besucher dann haben, hat es den Herrschaften sehr gut geschmeckt. Da war die Linzertorte, eine gerührte Nusstorte, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Dobosch-Torte, also Schwarzenberg-Torte vom Regner, die haben wir auch noch heute geliefert bekommen. Also quer durch die Bank Kuchen und Tortenstücke, so wie es das Herz halt haben will. Es war sehr interessant, wie die Frau Leitold aus ihrem interessanten Leben berichtet hat und auch ein bisschen aus den Nähkästchen geplaudert hat über die Fürstenfamilie Schwarzenberg. Und ja, wenn ich jetzt so gefragt werde, natürlich hat mir der Kuchen vorzüglich geschmeckt. Gab es denn irgendeine Erzählung, die Sie besonders berührt hat? Naja, einfach der Mut in die 50er Jahre, zu sagen, ich gehe vom kleinen Unzmarkt nach Wien und werde dort in einem Fürstenhaus Köchin, das hat mich beeindruckt. Ein interessanter und amüsanter Nachmittag im Handwerksmuseum mit Buchpräsentation. Das Buch Die Fürstenköchin ist käuflich zu erwerben und bietet neben der Lebensgeschichte der heute 75-Jährigen eine Vielzahl an fürstlichen Rezepten zum Nachkochen und Nachbacken. E-Werk Neumarkt, Ihr regionaler Partner in Sachen Strom. Minigolf, das ist Familienspaß pur. Minigolf, das ist Action, Spannung, Spiel und Spaß. Minigolf, das ist Freizeitspaß für Jung und Alt. Minigolf, das ist Entspannung in der Alltagshektik. Alles, was Sie benötigen, eine ruhige Hand, Konzentration und Spaß am Spiel. Die Minigolfanlage im Knittelfelder Stadtpark wartet auf Sie. Immer gut informiert mit den obersteirischen Nachrichten. Einmal wöchentlich ON gelesen und fast dabei gewesen. Elektrohörl in Fonsdorf ist Ihr Partner für alle Elektrogeräte.
Red Sack Hurdle bietet stets die neueste und gleichzeitig auch preiswerte Technologie für Haushalt und Freizeit. Eine große Auswahl an den neuesten Kaffeemaschinenmodellen bis hin zu Küchengeräten. Von der Waschmaschine bis zum Kühlschrank findet man bei Red Sack Hurdle in Frohnsdorf alles, was das Herz begehrt. Bei Red Sack Hurdle in Frohnsdorf freut man sich schon auf Ihren Besuch. Was ist los in der Region? Immer bestens informiert sein mit der Murtaler Zeitung. Mit dieser traumhaften Aussicht möchten wir uns aus der Marktgemeinde Pöls-Oberkurzheim verabschieden. Aktuelle Beiträge finden Sie rund um die Uhr auf unserer Homepage unter www.aitv.at. Im Namen des gesamten Teams darf ich mich bei Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen noch eine angenehme Woche.